Und damit bin ich beim ganz speziellen Gast heute. Begrüßen wir unseren Sigi! Hallo Dresden, hallo Sachsen, hallo ihr am Livestream. Herkommen. Heute mal richtig großes Publikum bei euch. Herkommen. Freunde, ich habe mich jetzt kurz vorm Lütz ein bisschen ferngehalten, weil ich bin völlig mit der Grippe angerotzt. Ich wollte ihn nicht noch mit anstecken. Es ist überwältigend zu sehen, wie viele uns heute hier zum vierten Geburtstag gratulieren. Es ist eigentlich schade, dass wir einen vierten Geburtstag feiern müssen. Viele haben gedacht, wo Pegida losging, das Ganze geht 2 bis 3 Monate, und dann ist der Drops gelutscht, so wie es 1989 schon mal war. Aber ihr müsst euch eins vor Augen halten. Diese linksliberale Clique, die nicht nur unser Land, sondern viele Länder in Europa, als auch die USA im Griff hatten, beziehungsweise hatten jahrzehntelang Zeit, ihr System bis in die letzte Ecke aufzubauen. Und wer daran gedacht hat, dass dieses System weltweit innerhalb von nur wenigen Monaten oder Wochen ins Wanken oder zu Fall gebracht werden kann, der hat von Anfang an nicht weit genug gedacht. Wir werden weiter daran arbeiten, sei es nun auf der Straße und sei es bei dem einen oder anderen Mal im Parlament oder bei denen, die jetzt schon im Parlament sitzen. Der Weg ist einfach noch lang. Und weil gerade hier draußen der Dresden-Marathon läuft, wir werden diesen Marathon auch weitergehen müssen, weil andere hatten jahrzehntelang Zeit. Wir haben natürlich nicht so lange Zeit. Aber es geht Schritt für Schritt voran. Es geht leider nicht mit großen Sprüngen. Und dass wir ein Problem haben, was nicht nur wir Deutschen haben, sondern die ganze Europäer, also alle europäischen Länder, als auch die USA. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass gerade eine Karawane von sogenannten Flüchtlingen aus Venezuela, aus Mittelamerika auf die amerikanische Grenze zustrebt. Nichts anderes war es damals mit der Balkanroute. Die Bevölkerung sollen gezwungen werden, diese Migrationsströme weltweit zu ertragen. Es soll zu einer Normalität gemacht werden. Die Menschen sollen mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werden. Und genau wie sich die Menschen jetzt mittlerweile unter Trump in den USA dagegen wehren, so werden wir uns hier in Europa weiter dagegen wehren. Insbesondere bezogen auf den Europäischen Migrationspakt von der UNO. Wenn das Ding durchgeht, dann ist das Thema tatsächlich sehr viel schwieriger, als wie es jetzt für uns schon sich darstellt. Und eins muss man sagen, auch wenn viele andere sagen, das ist ja nicht bindend und das ist ja nur eine Absichtserklärung und so weiter und so fort. Überlegt euch mal bitte, was in den letzten Jahren und Monaten schon nur Absichtserklärungen waren, die nicht bindend waren, die Frau Merkel und viele andere europäische Führer im Alleingang dann durch die Hintertür alles umgesetzt haben. Eins kann ich euch sagen, Absichtserklärung hin oder her, dieses Ding wird uns mit ganz kalter Schaufel treffen. Und wir müssen weiter dagegen kämpfen. Jeder von euch, wir hier auf der Bühne, wir hier unter euch, bei verschiedenen Demonstrationen, überall in Deutschland. Und da bin ich schon beim nächsten, wo wir nächste Woche wieder auf der Straße sein werden. Und zwar am 27. bei Zukunft Heimat in Cottbus, unseren guten Freunden und Partnern. Und damit möchte ich Christoph Berndt und Anne Haberstroh auf die Bühne bitten, als Vertreter von Zukunft Heimat, die mit uns einen weiteren Leuchtturm im Osten aufgebaut haben. Und so muss es weitergehen. Freunde, ich danke euch, dass ihr heute hier wart. Bleibt weiter patriotisch, informiert euch weiter. Dass ihr heute hier seid, ja. Informiert euch selber immer viel weiter, druckt Sachen aus, informiert eure Nachbarn. Das ist die Graswurzelbewegung, die wir brauchen und für der wir die nächsten Monate und Jahre auch leben müssen. Freunde, tut es einfach. Jeder tut das, was er kann, mit dem, was er hat, da, wo er ist. Und damit übergebe ich jetzt an Christoph. Danke, Sigi. Sensationelle Rede. Und so wie wir einen Sigi kennen, er ist der Zeit immer ein bisschen voraus. Wir treffen uns am 28.10. in Cottbus. Aber Sigi wird dabei sein, das ist versprochen. Und es ist gut, dass wir hier zusammenstehen, denn Sigi ist natürlich unser Ehren-Cottbusser. Er gehörte von Anfang an zu den Demos hier in Cottbus. Liebe Freunde, wie es sich für einen Geburtstag gehört, wünschen wir dem Geburtstagspint ein langes und kräftiges Leben. Wir möchten uns nicht vorstellen, wie es in Deutschland aussehen würde, wenn es Pegida nicht gäbe. Wie viel heimatliebende Menschen an Hilflosigkeit und Alleinsein kranken würden ohne Pegida.
Freunde, das möchten wir uns nicht vorstellen. Und die gute Botschaft heute ist, wir müssen es uns nicht vorstellen. Denn Pegida ist da, Pegida lebt und Pegida ist kräftig. Und selbst wenn sich eines Tages Pegida auflösen würde oder Pegida verboten würde, Pegida würde weiterleben, denn die Idee einer demonstrierenden, einer protestierenden und, sehr wichtig, einer organisierenden Bürgerbewegung ist in der Welt und sie wird aus der Welt nicht mehr verschwinden. Und das, liebe Freunde, ist das bleibende Verdienst von euch, von Pegida. Freunde, ihr habt hier von Pegida, ihr habt nicht nur eine Idee geboren, seit 4 Jahren seid ihr ein Beweis für die Richtigkeit und die Wichtigkeit einer abendländischen, patriotischen Bürgerbewegung. Und als echte Europäer verteidigt ihr den Nationalstaat international. Von Anfang an hat Pegida die Verteidiger des Abendlandes über die Grenzen Deutschlands hinaus vernetzt. Und wir freuen uns darauf, eines Tages hier in Dresden auch Matteo Salvini und Steve Bannon begrüßen zu können. Freunde, gratulieren bedeutet in der ursprünglichen Wortbedeutung Danke sagen. Und so danken wir dem Pegida-Verein und seinen 3 Musketieren, die Montag für Montag mit staunenswerter Beständigkeit, staunenswerte gute Reden halten, oft genug auch in Cottbus. Wir danken den Organisatoren und den Helfern vom Team, Ines, Stefan, Roland, René, um einige Namen zu nennen. Sie sind die Herzkammer von Pegida. Und Freunde, wir danken euch, euch hier auf dem Platz, der großen Pegida-Familie, die dem ganzen Land ein Beispiel für Standhaftigkeit und Gemeinsinn gibt. Wir danken für den freundschaftlichen und familiären Umgang. Wir danken für die Ermutigung und wir danken euch für eure Besuche in Cottbus. Und wir, Freunde, wir, das ist der Verein Zukunft Heimat, das ist der Bürgertreffpunkt in Cottbus, das ist aber ausdrücklich auch unser Brandenburger Landesvorsitzender der AfD, Andreas Kalbitz. Und Andreas Kalbitz hat mich gebeten, euch hier auf dem Platz und euch vom Team und euch von Pegida herzlich zu grüßen. Wir wissen, Andreas steht zu uns und wir stehen zu ihm und daran wird sich nichts ändern. Liebe Freunde, Pegida und Zukunft Heimat gehören zusammen. Und auch mit anderen patriotischen Initiativen verbindet mehr als uns trennt. Das wollen wir nie vergessen. Lassen wir uns nicht spalten, seien wir großherzig miteinander. Das ist unser ganz besonderer Geburtstagswunsch heute hier in Dresden. Ich danke euch, aber wir wollen nicht nur mit Wünschen weggehen, wir wollen doch auch Geschenke machen. Anne wird die Geschenke überreichen. Das erste Geschenk wollen wir Tommy Robinson machen. Tommy Robinson war in Cottbus. Tommy, come on, please. Tommy Robinson hat in Cottbus eine Herde von Antifa-Journalisten nur mit Fragen vom Platz vertrieben und diese Journalisten sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. So, Freunde, wir haben nicht genug Mittel, um jedem von euch einen Zukunft Heimat Grüßt Pegida-Shirt zu geben. Wir haben sie mitgebracht für die Musketiere und für das Team und vielleicht für den einen oder anderen von euch. Anne übergibt sie dem Sigi und er gibt sie euch weiter. Wir sehen uns das nächste Mal in Cottbus. Wir bleiben zusammen. Herzlichen Dank. Macht weiter. Vielen Dank, Christoph.